Hallo und herzlich willkommen zu Bier oder Kaffee, dem Late-Plenartalk der CDU-Fraktion hier im Landtag. Heute mit unserem Sprecher für Digitalisierung und Innovation, Florian Braun. Hallo Steffi. Hey Flo, herzlich willkommen. Hallo Steffi, freue mich, dass ich dabei sein kann. Erste Frage an dich, Bier oder Kaffee? Naja, wir verraten vielleicht nicht zu viel, dass wir schon nach vier haben. Und dann ist die goldene Regel, dass man sich dann durchaus ein Bier gönnen kann. Und ich habe sogar selber was mitgebracht. Oha, ich ahne, was es sein könnte. Hast du schon verraten? Nein, hast du nicht. Nein, ich komme aus Köln. Hallo? Hallo Kölner. Natürlich, wir verraten keine Marken, habe ich mir sagen lassen. Aber das gute Kölsch, habe ich mir gedacht, muss sein. Das gute Kölsch muss sein. Wir haben aber nur Pilzgläser. Dann sind wir heute vielleicht Flaschenkinder? Ich befürchte, so sieht es aus. Okay, aber zumindest den Flaschenöffner von mir kann ich nehmen. Sehr gut, sehr gut. Flo, du bist der jüngste männliche Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion. Ja, soweit korrekt, aber genau, sogar weitergehend. Genau, darauf können wir jetzt erstmal anstoßen. Ja. Übrigens nicht nur männlich der jüngste, so viel Zeit muss sein. Mhm. Ach, guck. Ja, sieht man mir nicht an, ich weiß. Jedenfalls nicht nach 5 Jahren Landtag. Das wollte ich dich fragen. Ist es tatsächlich so, dass man sich zumindest irgendwie nach 5 Jahren in so großer Verantwortung dann zumindest etwas gealtert fühlt? Naja, ja, schon. Und ehrlicherweise ist es ja nicht nur eine Gefühlslage, sondern als ich 2017 dann sogar noch mit gerade 26 reingewählt wurde, natürlich war man da irgendwie auch noch ein anderer Mensch als jetzt mit 32, hat man schon mittlerweile auch einen anderen Blick auf die Dinge. Mhm. Man hat natürlich eine ganz andere Erfahrung hier gesammelt. Und ja, das bleibt nicht ganz spurlos, so schön das alles ist. Aber klar, die ersten grauen Haare sind auch nicht nur die ersten, aber sie werden mehr, sie werden mehr. Ja, ja, aber ja. Noch sieht man sie aber nicht in der Überzahl. Wenn wir schon Bier trinken und ich so jung bin, wie du sagst, dann darf ich vielleicht auch, ne? Zum lockeren Teil hier. Das ist auch das erste Mal, dass jemand sagt, so, okay, dann während der Sendung, ich ziehe mir mal was aus. Oh, Ordnung. Mach mal. Ja? Es schaut doch keiner zu. Also, und es ist nur die Krawatte. Also, solange es bei der Krawatte bleibt, ist alles in Ordnung. Also. Aber wie war das denn? Ist es tatsächlich so, dass man mit anderen Erwartungen in so einen Job geht? Also das kann man ja nicht proben so richtig, sondern du bist dann Landtagsabgeordneter und dann ist es soweit. Und mit 26 hattest du die richtige Vorstellung dessen, was da auf dich zukommt? Na, ich bin schon nicht blauäugig in die Politik reingestolpert. Dafür war ich einfach schon viel zu lange, viel zu früh auch dabei. Über meine Aktivitäten, gerade in der Jungen Union und dann auch in der CDU, war zu dem Zeitpunkt Landesvorsitzender der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen schon seit einigen Jahren. Und da hat man natürlich auch schon an der großen Landespolitik nicht erst seit vorgestern geschnuppert, sondern hat auch schon mitbekommen, wie die Spielregeln sind, wie vieles funktioniert. War schon immer auch in Köln mit engagiert. Da auch als sachkundiger Bürger im Kölner Stadtrat dabei. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was einen dann hier in der Landespolitik erwartet. Und ich sage auch ganz offen, das war auch in den ersten Monaten nochmal eine steile Lernkurve. Aber es war jetzt auch nicht so, als dass man sich nach einem Jahr gedacht hat, Mensch, das habe ich alles völlig anders erwartet. Du hast es gerade angesprochen, du warst sachkundiger Bürger in Köln, du bist jetzt auch Landtagsabgeordneter für Köln. Im Wahlkreis, warte, wenn ich es hinkriege, rechtsrheinisch Köln 5. Mhm. Was heißt das konkret? Also für wen bist du im Landtag und was macht deinen Wahlkreis aus? Also mein Wahlkreis besteht aus dem gesamten Kölner Stadtbezirk Porz. Das ganze Gebiet rund um Kölner Flughafen, Königsforst, Warneheide, das kann man vielleicht auch als Nicht-Kölner zuordnen. Mhm. Und dazu kommen auch noch die Stadtteile aus dem Stadtbezirk Kalk, Brück, Merheim und Radheumer. Das ist so der gesamte Wahlkreis. Das ist dann ja immer auch so ein bisschen groß auch, ne? Ja. Also oder ziemlich viele Leute zumindest. Tatsächlich, das ist ja, da gibt es so einen Schlüssel, der auch jedes Mal alle paar Jahre neu austariert wird auf Landesebene per Gesetz, weil jeder Wahlkreis ungefähr 110.000, 120.000 Wähler und Wählerinnen berücksichtigen soll. Und deswegen ist das dann bei mir eben dieser Zuschnitt, der jetzt auch unverändert geblieben ist dieses Mal. Und flächenmäßig tatsächlich auch der größte in Köln. Natürlich gibt es auch in Nordrhein-Westfalen auch andere Wahlkreise, die noch mehr Fläche aufweisen, logischerweise im ländlichen Raum. Aber für Köln ist das tatsächlich schon ein ganz ordentliches Gebiet, ja. Das heißt, wenn man da mit den Menschen in Kontakt kommen möchte, dann hat man auch ordentlich was zu tun, ne? Bist du ordentlich unterwegs in der Stadt? Absolut, absolut. Es ist auch, also das macht auch meinen Wahlkreis, finde ich, so spannend, dass er sehr unterschiedlich ist. Wir haben
viele dicht besiedelte Ecken und dann aber auch so etwas, was man durchaus auch schon als dörflich bezeichnen würde, mit Libur, mit Langel, wo dann auch Bauernschaften mit vertreten sind und eben auch die schönen großen grünen Wiesen und Wälder. Also das ist tatsächlich sehr vielschichtig und das macht es aber dann auch so spannend, das alles gerade auch aus einer Großstadtperspektive zu versuchen zusammenzubringen. Ja, du hast gerade von den Bauernschaften gesprochen, das ist ganz lustig. Man kennt dich tatsächlich in deinem Wahlkreis auch, dass du mit dem Trecker da unterwegs bist, richtig? Ja, das ist korrekt. Wieso machst du das? Meine ganze Verwandtschaft kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg. Soweit muss ich jetzt einmal ausholen. Ich bin aber selber in Köln, zumindest seit meinem zweiten Lebensjahr, groß geworden. Mhm. Aber meine Eltern sind damals für das Studium meines Vaters nach Jülich gezogen. Er hat an der Fachhochschule in Jülich studiert. Deswegen steht tatsächlich in meinem Pass Geburtsort Aachen. Weil das das nächstgelegene Krankenhaus damals war. Und dann hat mein Vater aber eine Anstellung in Köln-Porz gefunden. Und deswegen sind wir dann schon, als ich gerade mal 2 Jahre alt war, nach Köln-Porz gezogen. Und dort bin ich dann eben groß geworden. Meine Großväter und Mütter sind allerdings weiterhin in Baden-Württemberg geblieben und da eben auch in sehr dörflichen Strukturen unterwegs gewesen. Und mein Opa hatte, der eine hatte dann immer auch ein paar Wälder und dann... Was braucht man für einen Wald? Natürlich auch einen Traktor. Und der hat dann irgendwann seinen Geist aufgegeben, hatte sich einen neuen Traktor geholt. Und ich war aber immer einer, also er hat immer alle Enkel mitgenommen zum Traktorfahren. Das war immer so das Highlight im Urlaub. Absolut. Schon immer früh bei Opa auf dem Schoß, auf dem Trecker gehockt. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, Florian, du hast da irgendwie so viel Spaß dran und du bist so viel mit dem Traktor unterwegs. Hier, nimm den mal. So nach dem Motto, vielleicht kriegst du irgendwann mal 500 Mark dafür. Das waren damals, glaube ich, noch Markzeiten, ja. So alt bin ich dann nämlich doch auch. Immerhin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein anderer Großvater, Mechanikermeister, der hat dann irgendwann gesagt, ach komm, als ich dann nämlich auch so Richtung 16 zuging, den richten wir nochmal her. Und dann haben wir das tatsächlich in ein paar Wochen in den Sommerferien gemacht. Den komplett restauriert, wieder hergerichtet. Ich habe dann mit 16 mal schnell meinen Traktorführerschein gemacht, bevor ich überhaupt mal ans Autofahren gedacht habe. Habe ich gedacht, nee, ich mache meinen Traktorführerschein, war jetzt auch eher ungewöhnlich in Köln. Habe ich aber gemacht und dann haben wir den an einem Wochenende 36 Stunden von Baden-Württemberg aus dem Tauber-Bischofsheim-Kreis haben wir den dann nach Köln geholt und seitdem steht er im Garten meiner Eltern und kommt auch sehr regelmäßig zum Einsatz, sei es beim Karnevalszug, sei es beim Maibaumstellen oder eben auch nur zur Sonntagsausfahrt, alles mit dabei und mein Papa borgt ihn sich dann auch manchmal noch zum Holzhacken für den Kamin und deswegen tatsächlich kennt man mich mit dem Traktor im Wahlkreis und er soll auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder dann auch zur Fedelstour eingesetzt worden sein, um dann eben auch ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, hinten den Hänger dran, ein paar Getränke. Das klappt ganz gut mit so einem Trecker in Köln, ne? Vielleicht auch Kölsch, aber vor allem auch Wasser und Cola und Fanta. Und das ist so. So bleibt man dann stehen und kommt ins Gespräch, ja. Ja, das heißt zweierlei Dinge. Erstens, mit einem Traktor in Köln kommt man ins Gespräch und zum Zweiten, du bist gar nicht nur Büromensch, sondern du kannst auch mit deinen Händen arbeiten, zumindest schon mal am Beispiel Traktor. Zumindest so ein bisschen, ja. Ja, das ist ja auch nie verkehrt. Wir haben ja dieses Freundebuch, das heißt, wir stellen immer vorab auf einem Zettel tatsächlich. noch ganz analog. Optisch, ganz analog, also total als super. Als digitalpolitischer Sprecher muss ich das natürlich jetzt an der Stelle einmal kritisieren dürfen. Ja, aber es ist trotzdem total schön, weil man nämlich über Handschriften, ich weiß nicht genau, man kann das ja mal einmal gucken. Wir blenden es aber natürlich auch gleich nochmal vernünftig ein. Und bei Handschriften kann man ja auch immer so ein bisschen irgendwie gucken, wie die Leute so sind. Okay, was besagt meine Handschrift? Zackig, würde ich sagen. Damit kann ich konform gehen. Genau, und da haben wir dich auch gefragt, das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Und deine Antwort war, die Lösung ist 42, wirklich. So, und ich weiß von vielen Menschen, dass sie diesen Ausspruch kennen, die Lösung ist 42. Aber ich weiß auch, dass es mit Sicherheit Leute gibt, die gar keine Ahnung haben, warum denn eigentlich? Gibt's weißt du es denn? Nein. Nein? Nein. Es gibt einen... Also diese anderen Leute, die das nicht wissen. Ich möchte es auch wissen. Es gibt ja viele Klassiker im Buchbereich, im Filmbereich. Und eines dieser Klassiker ist tatsächlich Per Anhalter durch die Galaxis. Und ja, das ist ein leicht verrückter Film, der ein paar Jahre in die Zukunft schaut
Und natürlich verändert sich die Menschheit aber irgendwie auch nie so ganz, sondern ist total wissbegierig darauf, endlich mal die Fragen aller Fragen zu klären. Wieso sind wir eigentlich hier und was ist unsere Daseinsberechtigung und wie lösen wir die Probleme dieser Welt? Und die Menschen werden natürlich schlauer mit der Zeit und haben in diesem Film eine ganz tolle Maschine, einen riesen Computer entwickelt. Hm. Dieser Computer, eine künstliche Intelligenz, wurde dann mit der Frage gespeist, wie es denn eben mit der Menschheit aussieht und wieso man denn eigentlich da ist. Und dann sagt dieser Computer, denkt kurz nach und sagt, naja, spannende Frage. Kommt nochmal in ein paar Millionen Jahren wieder. Bis dahin haben wir die Antwort parat. So, und dann zieht sich dieser Film eben da so hin. Und es ist natürlich der Hype. Und irgendwie ein paar Millionen Jahre später kommen da aber Millionen Menschen auf diesem Planeten zu diesem Computer, weil sie natürlich gewusst haben, jetzt endlich steht dieser Tag an, wo uns die Lösung endlich gesagt wird. Und ja, es ist natürlich ein Riesenevent und alle stehen da. Und dann erwacht wieder dieser Computer und alle sind ganz erwartungs- und hoffnungsvoll. Totenstille auf diesem ganzen Planeten, alle lauschen gespannt und dann sagt der Computer, die Lösung ist 42. Man kann sich vorstellen, dass die Bevölkerung etwas verwundert war und dann auch durchaus enttäuscht ob der Antwort. Und dann sagt der Computer, naja, eine bessere Antwort kann ich leider nicht liefern. Die Frage war zu unkonkret und da müsste er noch mal in ein paar Millionen Jahren dann wiederkommen. Deswegen ist das so ein bisschen der Running Gag, gerade so in der Mathematiker-Informatik-Szene kommt man da öfters mal zu. Und ich finde es einfach witzig und es hat, finde ich, auch so einen gewissen Link dann doch auch zur Politik, weil wir durchaus ja dazu neigen, gerne komplexe Fragen möglichst einfach zu beantworten. Aber naja, oder halt Politik scheitert da einfach auch ganz oft dran. Weil es eben nicht geht. Genau, weil es eben nicht so einfach geht, wie man sich das manchmal erhofft. Und so ist das in diesem Film, glaube ich, auch, dass diese Gesellschaft sich gedacht hat, wir hätten gern einfach mal eine ganz einfache Antwort und gibt es aber halt nicht. Und das macht Politik wiederum auch durchaus spannend, aber oft dann auch erklärungsbedürftiger, als das eben so der ein oder andere denkt. Und das kann man, glaube ich, auf ganz viele einzelne Fragen, auf ganz viele Themen oder eben auch auf die Fragen, wie man auch Beteiligung organisiert, auch runterbrechen. Bürgerbeteiligung oder sowas. Wenn man jetzt sagt, Mensch, lass uns doch mal über die Energiepolitik unseres Landes drüber abstimmen und lass mal die Bevölkerung fragen, dann formuliert man da irgendwie eine Frage, die man dann am Ende mit Ja oder Nein beantworten soll. Wenn man dann aber doch ein paar Sekunden länger drüber nachdenkt, weiß man, es gibt nicht diese Ja oder Nein-Frage und dementsprechend auch nicht die Ja oder Nein-Antwort. Du hast es gerade schon selber gezogen, den Link. Und der Link funktioniert auch ganz gut mit diesem Supercomputer, der die tollen Fragen beantworten soll, weil Fragen im Bereich der Zukunft und im Bereich der Innovationen werden im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation natürlich auch vorrangig angegangen. Du bist da Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. War das für dich auch eher so per Anhalter durch die Galaxis oder hast du da schon Vorerfahrungen mitgebracht und konntest dich da gut einfuchsen? Ich war tatsächlich vorgeprägt. Schon vor der Mandatstätigkeit hier im Landtag war ich beruflich unterwegs im Bereich der Telekommunikationsbranche, insbesondere Breitbandausbau, Glasfaser. Das waren auch beruflich die Themen, die ich vorher auf der Agenda hatte. Und deswegen war das für mich auch durchaus ein Herzensthema, zu sagen, ich möchte auch gerne genau in dem Bereich jetzt auch politisch weiterwirken. Das war schon immer was, was mich auch in der CDU, in der Jungen Union beschäftigt hat und wo ich dementsprechend aber auch eine gewisse Expertise schon selber mitgebracht habe. Und deswegen habe ich gesagt, das will ich auch gerne hier im Landtag zu meinem Steckenpferd machen. Und aber natürlich ist Digitalisierung viel mehr als nur Breitbandausbau. Von daher ist das auch was, wo ich selber auch in den letzten 5 Jahren unheimlich viel dazugelernt habe. Das Schöne ist, das ist ein Ausschuss, wo es ganz besonders dienlich ist, wissbegierig zu sein, weil wir natürlich über eine Technologie sprechen, nicht unbedingt über ein konkretes Politikfeld, sondern eben auch über Technologie, über Innovation, was in alle Fachbereiche mit reinschaut und wo es natürlich darum geht, wie kann man auch die Neuerungen auch für sich nutzbar machen und wie kann Politik davon profitieren und wie kann Politik auch das Leben für andere dadurch einfacher machen. Was nicht einfach ist, gerade im Bereich Digitalisierung und Innovation, sind die Fachbegriffe. Also ihr redet da im Ausschuss und ich weiß das, weil ich da auch schon mal vor Ort war, teilweise auch in einer für Laien Fremdsprache. Ne? Also ich sage irgendwie Blockchain, DigiHubs, KI, Abkürzung.
Ist das was, wo du jetzt sagst, okay, aufgrund der Vorexpertise war das in Ordnung oder musstest du da auch zwischendurch irgendwie mal sozusagen nachschlagen, nachfragen? Oder wächst man da dann so rein, wie man in alle möglichen Abkürzungen im normalen Leben auch reinwächst? Genau, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist gar nicht so spezifisch nur in unserem digitalpolitischen Bereich. Politik lebt ja grundsätzlich von unheimlich vielen Abkürzungen. Also das hat schon damals mit den Ortsverbänden und Stadtbezirken, den OVs und SBs in der Partei stattgefunden, dass man dann, also da habe ich tatsächlich auch, gerade als ich da noch so ganz klein mit 15 gerade angefangen hatte, ganz oft auch mit staunenden Augen davor gesessen und mich gar nicht getraut zu fragen. Das habe ich zum Glück irgendwann abgestellt. Wenn man dann mal nicht genau Bescheid weiß, ich glaube, dann hilft das auch zu fragen. Aber in seinem eigenen Fachbereich ist das meistens ja ganz geläufig. Und da muss man sich eher selber nochmal so ein bisschen rausziehen. Gerade wenn man dann eben nicht nur mit anderen Fachleuten im Gespräch ist. Wie erklärst du es deiner Oma? Ja. Also wenn die jetzt mal einfach fragt, irgendwie was genau macht ihr denn dann da im Landtag und du erklärst irgendwie dein Lieblingsprojekt, funktioniert das dann? Also kannst du es übersetzen sozusagen? Also ich gebe mir da zumindest immer Mühe und ich glaube, die meiste Zeit funktioniert das auch. Aber eben, wenn das Gegenüber das nicht von sich aus anspricht, dann muss man schon auch immer mal wieder auch sich selbst nochmal so schütteln und daran erinnern, Moment mal, den Begriff jetzt vielleicht auch nochmal erklären. Auf der anderen Seite darf man jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger nicht unterschätzen. Also Digitalisierung von heute ist ja auch was völlig anderes als noch vor 10, 15 Jahren, als das so ein Nischenthema war. Heute ist Digitalisierung in der Mitte der Gesellschaft und damit auch in der Mitte der Politik angekommen. Nun mal auch ganz viel im Munde aller. Und ich glaube, wir haben es schon auch mit vielen Menschen zu tun, die durchaus auch vieles davon verstehen, über das wir da reden. Jetzt gibt es ja nicht nur Digitalisierung, sondern es ist auch Innovation, was dein Thema ist. Und du hast in dem Freundebuch, in dem gerade schon erwähnten, auch geschrieben, dass dein Lieblingsprojekt aus der Legislatur unter anderem das Gründerstipendium ist. Wieso? Weil wir damit einen unheimlich wichtigen Impuls in unsere Wirtschaft, insbesondere in die junge Wirtschaft, ausgesendet haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen noch vor wenigen Jahren damit zu kämpfen gehabt, dass ganz viele Gründerinnen und Gründer, gerade im Bereich von innovativen Start-ups, nicht in Nordrhein-Westfalen gegründet haben, weil sie hier nicht die Rahmenbedingungen dafür vorgefunden haben, weil die hippen Standorte woanders waren. Innerhalb Deutschlands, Berlin, München, aber eben auch in großer internationaler Konkurrenz. Und das war für uns von Anfang an ein ganz wichtiges Feld, wo wir gesagt haben, ist ja nicht so, als hätte Nordrhein-Westfalen keine kreativen Köpfe, im Gegenteil, wenn man sich auch unsere Hochschullandschaft insbesondere anschaut, Startups kommen nicht nur aus den Hochschulen heraus, aber gerade da sind wir vielfach ausgezeichnet mit Exzellenzuniversitäten. Das heißt, gerade da sind ganz viele schlaue Köpfe. Und in diesen Wettbewerb einzusteigen, die hier zu halten, gerade auch wenn sie selber Ideen kreieren und sich überlegen, Mensch, traue ich mich mit dieser Idee an den Markt zu gehen? Und dann haben wir ganz viele dabei, gerade auch in Deutschland, natürlich auch nachvollziehbar, die den vermeintlich bequemeren Weg gehen und sagen, ich gehe jetzt in einen Großkonzern, habe ich auch eine gute Perspektive, gute Rahmenbedingungen, gutes Gehalt. Aber natürlich lebt auch eine Wirtschaft davon, immer wieder neue Impulse zu bekommen. Und gerade am Anfang weiß man natürlich noch nicht, bin ich mit meiner Idee als Unternehmer auch wirklich erfolgreich, greift diese Idee auf den Markt. Und deswegen haben wir mit unserem Gründerstipendium für Startups da angesetzt, in dieser sogenannten Pre-Seed- und Seed-Phase. Selbstverständlich. Also vor Gründung oder unmittelbar danach zu sagen, wir geben euch ein Stipendium und zwar 1.000 Euro im Monat für ein ganzes Jahr lang mit minimalstem bürokratischem Aufwand, so unbürokratisch, wie das nur irgend geht. Also das Ministerium entscheidet nichts, sondern wir haben dezentral haben wir ein paar Jurymitglieder sitzen, und zwar vom Startercenter bis zu einem Startup-Inkubator auch im privaten Rahmen, die sich da ganz easy für qualifizieren, zertifizieren lassen konnten. Dann sitzen dann drei Leute, man hat denen die Idee vorgestellt, ohne jetzt groß, wie das noch vor 20 Jahren üblich war, noch mit Businessplan und so weiter. Gar nicht, also sondern einfach gepitcht, wie man das heutzutage macht. Und dann haben die gesagt, ja, Mensch, klingt interessant, du kriegst das Stipendium. Und dann ist man keinen weiteren Nachweis mehr ein Jahr lang, muss man keinen weiteren Nachweis mehr erbringen, sondern hat diese 1.000 Euro im Monat für ein ganzes Jahr.
Und damit wird man natürlich nicht reich und damit kann man auch kein Unternehmen finanzieren. Aber zumindest mal diese Mindestsorge, die man sonst vielleicht selber zu Hause hat, von Miete und abends ein paar Nudeln noch im Topf, das ist damit genommen. Alles, was man sonst vielleicht an privatem Kapital in so einem Jahr verbrennen würde, ist da nicht notwendig. Jedenfalls nicht für die eigenen Lebenshaltungskosten. Und das ist unheimlich gut eingeschlagen. Über 3.000 Stipendien haben wir mittlerweile vergeben und werden auch von allen dazu aufgerufen, das unbedingt fortzuführen. Das ist auch ehrlicherweise auch parteiübergreifend anerkannt, weil wir damit einfach einen richtig guten Impuls gesetzt haben und damit viele dazu animieren, überhaupt zu gründen. Und eben auch hier Nordrhein-Westfalen zu gründen. Und das ist natürlich dann jetzt auch so eine Kette, die das auslöst, dass auch erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Startups auch sagen, wir wollen hier bleiben. Und deswegen haben wir jetzt erst vor kurzem noch mit einem Scale-Up-Programm, also für die Skalierungsphasen, auch gesagt, wir wollen dann jetzt auch nochmal die richtig guten Unternehmen, die dann nochmal hervorstechen, auch dabei begleiten bei ihrer Internationalisierung, auch unser Netzwerk, was dann ein Land NRW auch hat, dafür zur Verfügung zu stellen und trotzdem eben dafür zu sorgen, dass sie ihre Homebase tatsächlich auch hier in Nordrhein-Westfalen behalten und eben nicht dann demnächst ins Silicon Valley oder nach Tel Aviv oder sonst wohin abwandern. Und ich glaube, da steckt einfach so viel Potenzial drin, so viel, was das ausgelöst hat. Und deswegen ist das tatsächlich mein Lieblingsprojekt. Ja, ja, man merkt das auch so ein bisschen. Also man merkt die Begeisterung auch wirklich an und ich kann es auch nachvollziehen. Also wenn irgendwas so gut angenommen wird und wenn Leute dann von außen sagen, das ist eine super Sache, irgendwie dann darf man da auch, finde ich, ruhig stolz drauf sein. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Deswegen, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil meine nächste Frage ging in die Richtung so, ja, du hast auf deiner Homepage auch angegeben, neben der Politik ist dein liebstes Hobby, die Politik. So, und jetzt wollte ich dich eigentlich fragen. Das steht da. Ich meine schon. Oder ich habe mich verlesen. Aber du machst halt auch super viel halt eben einfach dann im Wahlkreis. Also nicht nur im Landtag, sondern eben auch im Wahlkreis, wenn du quasi hier nicht im Dienst bist, sondern dann vor Ort bist. Und so ein Abgeordneter hat ja auch eigentlich nie frei. Hast du ja nie die Nase voll? Fangfrage. Nein, also erstmal für alle da draußen, ich habe auch andere Hobbys, aber dazu gleich mehr. Ja, ich weiß, zum Sport kommen wir gleich. Und zu Karneval kommen wir auch noch. So, da haben wir schon mal zwei wichtige Stichworte. Ja. Also natürlich, ich glaube, wenn man Politik macht, dann gehört da auch eine ganze Portion Leidenschaft dazu. Und natürlich habe ich, wie gerade eben ja schon mal angeklungen, Politik nicht erst vorgestern angefangen und nicht erst angefangen, als ich mir überlegt habe, mal fürs Parlament hier in Nordrhein-Westfalen zu kandidieren. Das heißt, das war schon seit vielen Jahren für mich tatsächlich ein Hobby, wo man ganz viel Freizeit reingesteckt hat. Und das hört ja danach nicht auf. Da sind dann die Übergänge ja durchaus auch fließend von dem hauptberuflichen Teil des Mandats, der Mandatsausübung und auch den weiteren ehrenamtlichen Aktivitäten auch für eine Partei oder in parteinahen Gliederungen oder eben auch bei Vereinen vor Ort, wo man sich dann ja auch einbringt, weil man da irgendwann mal als Politiker aufgeschlagen ist, aber sich gleichzeitig auch für den Verein interessiert. Also das ist dann immer schwierig, dann vielleicht auch in der Abgrenzung. Gleichzeitig hast du recht, als Politiker, als Mandatsträger ist man grundsätzlich irgendwie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auch im Dienst und Ansprechpartner. Das gehört dann aber eben auch mit dazu. Auch das ist was, wo ich jetzt nicht ganz blauäugig reingestolpert bin. Trotzdem ist das natürlich was anderes, wenn man dann einmal drin ist und das dann auch so erlebt. Da sind dann auch durchaus härtere Tage und Wochen dabei, aber nichts, worüber ich mich jetzt hier wirklich nachhaltig beklagen wollen würde. Du bist ja auch weiter aktiv mit Begeisterung. Absolut, ne? Also, absolut. Aber es hat sich bei dir trotzdem was geändert. Du bist seit kurzem glücklicher und sehr stolzer, wie ich weiß, Familienvater. Ja. Hat das die Sicht auf die Dinge noch mal ein bisschen geändert? Also ich meine, man sagt das ja immer so, ne? Aber ist es tatsächlich so? Siehst du Sachen jetzt auch im politischen Bereich so ein bisschen anders? Also nicht grundlegend anders. Mhm. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Grundüberzeugungen über Bord geworfen. Mhm. Aber natürlich allein die Alltagsfragen sind andere. Das heißt, man beschäftigt sich auf einmal mit der Frage, wie ist eigentlich die Hebammenversorgung? Wie ist die Kita-Versorgung? Wie früh muss man sich da um was kümmern? Und wie gut läuft das bei uns im Land? Und natürlich, direkt mal vorweggenommen, die Dinge können immer besser laufen. Also auch das wäre ja sonst langweilig in der Politik. Deswegen machen wir das. Ja, aber damit hat man nochmal eine ganz andere Herangehensweise und ein ganz anderes Bewusstsein auch für Fragen,
die vorher für mich nicht auf der Tagesordnung standen. Horizonterweiterung. Absolut, absolut. Und das macht das natürlich auch spannend, wenn man jetzt auf einmal sieht, das sind, und das ist ja auch, das ist ja kein Einzelproblem, sondern... nee, so eine Familie, das haben schon so ein paar Leute. Eben, das sind ganz schön viele Menschen, die sich mit diesen Fragen von Kindererziehung, von Geburt an, über Betreuung und so weiter, all diese Fragen sich tagtäglich stellen. Da kann man jetzt natürlich auch ganz anders nochmal den Blick drauf haben, ganz anders auch fühlen, was das dann eben auch durchaus zu Hause macht und wo man dann vielleicht auch nochmal viel mehr anpacken muss, als man das sich vielleicht vorher auch selbst gedacht hat. Jetzt bin ich natürlich irgendwie weiterhin Digitalpolitiker und das ist da, wo ich besonders viel Ahnung behaupte zu haben. Aber natürlich ist man jetzt auf einmal auch mehr mit den Fragen der Familienpolitik beschäftigt und bringt sich da auch viel mehr auch in die Debatten ein. Das ist so, ja. Das ist ja nicht verkehrt. Und von dem analogen Babyhalten und in den Schlaf wiegen kommen wir wieder zurück ins Digitale. Und zwar zu deinen Social-Media-Aktivitäten. Welche Überraschung, du bist sehr aktiv. Überall eigentlich, ne? Also TikTok habe ich jetzt nicht gesehen, aber Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und ich habe bestimmt noch was vergessen. Wo bist du denn am liebsten? Tatsächlich bin ich ganz gerne auf Instagram zurzeit unterwegs, weil ich das für ein sehr agiles Medium zurzeit halte, wo tatsächlich auch einfach sehr viele Menschen auch unterwegs sind. Und auch ein junges Publikum am besten für mich zu erreichen ist. Und ich glaube, also da liegt für mich einfach ein Schwerpunkt in der Social-Media-Nutzung drin. Weil es natürlich für Politik, oder was heißt natürlich, mein Empfinden ist, dass es für Politik schwieriger wird, insbesondere jüngere Generationen zu erreichen. Und dafür sind natürlich die sozialen Netzwerke ein ganz gutes Vehikel. Und so wie es die Politik auch schon seit Jahrzehnten beschäftigt, wie erreiche ich die Menschen natürlich dort, wo die Menschen selber unterwegs sind? Und wenn das der Sportverein ist, dann schaut man als Politiker, dass man irgendwie auch beim Sportverein selber auch vor Ort ist und dort ins Gespräch kommt. Und wenn die Leute in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann ist das aus meiner Sicht eben auch Aufgabe von Politik, dort unterwegs zu sein. Bist du da direkt ansprechbar? Also ich meine, klar, jetzt nicht Tag und Nacht. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch bei dir, wie bei vielen anderen, auch ein Team noch dahinter. Aber machst du auch so interaktive Sachen, wo die Leute dich erreichen können? Also tatsächlich... Das ist jetzt der Werbeblock. Ne? Tatsächlich bei Facebook unterstützt mich auch mein Team. Da ist nicht immer alles direkt aus meiner Hand. Instagram und Twitter ist tatsächlich alles komplett persönlich authentisch. Florian Braun haben wir jetzt hier einmal geoutet. Aber klar, wenn da Nachrichten ankommen, Anfragen ankommen, dann wird darauf geantwortet. Das gehört sich so und ist für mich ja auch wichtig, nicht immer nur auszusenden, sondern eben auch selber ins Gespräch zu kommen, Feedback zu bekommen. Damit kann man dann ja auch die eigenen Themen auch nochmal abklopfen. Das hilft ungemein. Und dann gibt es da natürlich auch immer mal wieder Live-Formate, Gesprächsformate, die das Ganze dann in der Breite der Möglichkeiten auch mitnutzen lassen sollen, ja. Also Social Media ist eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Du hast den Sportverein erwähnt. So ein Glück. Kann ich dich jetzt an deinen zahlreichen Sportaktivitäten fragen. Die sind ja tatsächlich auch sehr breit gefächert. Vielleicht können wir da einen kurzen Schwenk zu machen. Aktiv weniger, als ich mir das manchmal wünschen würde. Aber zumindest das Vorhaben ist ja sehr groß. Ja, Tennis. Reiten bin ich zumindest im Verein Mitglied, aber wenn jetzt gerade jemand aus dem Reitverein zuschaut, ich war schon seit ein paar Monaten nicht mehr auf dem Pferd, aber tatsächlich habe ich das auch erst in der Corona-Zeit angefangen und für mich entdeckt und unheimlich Spaß daran entwickelt, aber jetzt waren die letzten Monate jetzt aktuell mit dem, was landespolitisch so alles ansteht und mit Tochter, seitdem sie da ist und natürlich auch die Zeit davor, vor Geburt, das ist natürlich was ganz viel Zeit eingenommen hat. Völlig zu Recht und ich da auch gerne die Zeit mit verbringe. Aber irgendwo muss man natürlich Abstriche leider machen. Das stimmt. Und deswegen bin ich nicht ganz so viel zum Reiten gekommen. Aber natürlich, auch da wird sich unter die Arme gegriffen und geholfen, wo da nur irgendwie geht. Wir haben jetzt im Rechtsrheinischen
über 26 Vereine über das Programm Moderne Sportstätten zum Beispiel unterstützen können. Und da war nicht, dass ich da jetzt irgendwie geklüngelt hätte oder so, nicht, dass mir da jetzt irgendwas unterstellt wird als Kölner. Dazu sagen. Mhm. Aber auch der Reitverein konnte davon profitieren. Ja. Und das hat mich natürlich auch gefreut, weil das für alle Vereine total wichtig ist, sich da auch immer wieder mit modernen Sportanlagen präsentieren zu können, um nicht nur mich, sondern auch viele weitere neue Mitglieder auch gewinnen zu können. Wir haben noch ein Spiel, ein Assoziationsspiel. Trinke ich noch mal ein kleines Stückchen. Genau, und einmal für Sie, dieses Assoziationsspiel, das wir gleich machen werden, heißt Ich sage A und du sagst? So, Flo, ich sage A, du sagst B. Was, ja, im besten Fall, vielleicht sagst du aber auch Z, man weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Also ich bin frei. Genau, du bist frei. Ich sage dir einen Begriff und du sollst relativ spontan darauf antworten, was dir als erstes einfällt. Mhm. Das birgt keine sonst größeren Gefahren. Okay. Okay. Künstliche Intelligenz. Algorithmus. Kölsch. Das leckerste Bier auf Erden. Na, darüber lässt sich ja streiten. Trinkst du gar kein anderes Bier? Sind wir auf Aufnahme? Ja. Ganz selten. Aber so ein Pilz ist durchaus in Westfalen auch mal erlaubt. Das ist einzig richtige Antwort. Karneval. Rosenmontagszug. Aber über Karneval kann man bei dir tatsächlich sogar noch einen weiteren Satz bestimmt verlieren, oder? Ich meine, als Kölner mit Karneval bist du wahrscheinlich in einer bestimmten Zeit im Jahr im Normalfall weg. Ja, so zwischen dem 11.11. und Rosenmontag, ja. Wie viel macht man da so neben dem Job, den man sonst noch so hat? Also auch da gehört so weiter zu, dass die Grenzen fließend sind von wo ist man auch als Politiker, um natürlich auch da bei den Vereinen vor Ort zu sein. Das gehört natürlich auch dazu zum Job. Aber ich mache auch ganz viel Karneval einfach, weil es mir Spaß macht, weil es auch das durchaus eines meiner Hobbys ist. Ich bin bei den Altstädtern in Köln selber Mitglied und bin dann da auch im Rosenmontagszug immer in der Fußgruppe mit dabei. Bin aber auch schon, Stichwort Traktor, seit meinem 16. Lebensjahr Traktorfahrer bei den Gardekorps Köln in Köln-Borz und ziehe da immer die Gulaschkanone mit dem Koch hinten drauf. Das ist, glaube ich, immer ganz schön anzuschauen. Ja, das glaube ich. Und das mache ich tatsächlich, seitdem ich 16 bin. Auch jetzt immer noch, abgesehen vom Corona-Jahr. Und auch das macht unheimlich viel Freude. Aber Karneval ist natürlich für Außenstehende außerhalb von Köln, da gibt es diese heißen Tage zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch. Ja. Das ist natürlich die ganz heiße Woche, wo von morgens bis abends auch wirklich nichts anderes mehr passiert. Aber auch in der Zeit davor, mit spätestens Beginn der Prinzenproklamation Anfang Januar, sei es in Porz oder dann auch in Köln. Wir Porz haben natürlich ein eigenes Dreigestirn. Natürlich. Sogar mit einer weiblichen Jungfrau. Oh. Das unterscheidet uns dann immer nochmal von den Kölnern. Das kann man so sehen, ja. Absolut. Und also der Porzer Karneval ist wirklich auch eine ganz große Nummer. Mhm. Da kann ja auch jeden nur zu einladen. Das kann sich sehen lassen, ganz viele eigene Veranstaltungen und Sitzungen. Sonstige Festivitäten gibt es rauf und runter und das ist durchaus bestimmend für die ersten Monate im Jahr. Kirche. Messdiener. War ich bis ich 18 war. Schweigen. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie viel ich so drauf noch wie du erzählen darf. Wie du möchtest. Wir haben begrenzt, ein bisschen begrenzte Zeit, aber gar nicht so begrenzt. Im Zweifel sind wir auch ein bisschen freier als sonst. Das war tatsächlich mein Einstieg auch, ich glaube, grundsätzlich auch ein ehrenamtliches Engagement. Mhm. Das ist zu Hause mir immer vorgelebt worden, ohne dass das groß Thema war und da man zu irgendwas gedrängt wurde. Aber da ist immer schon Engagement im Verein, in der Schule irgendwie immer auch Thema gewesen. Als ich dann zur Kommunion gegangen bin, war das irgendwie durchaus üblich, dass dann viele von uns Messdiener wurden. Hat sich dann auch ein Freundeskreis ergeben und dadurch dann auch viele Jahre einfach dabei geblieben. Irgendwann war ich dann sowas wie ein Obermessdiener, der dann die kleinen Messdiener wieder angelernt hat. Ich bin Protestantin, bei uns gibt es das nicht. Ja, das hat durchaus für mich einfach auch dann einen tieferen Bezug auch zur Kirche ermöglicht und eben auch zu den Strukturen, sich da füreinander und für andere einzusetzen. Und daraus ist dann, glaube ich, auch eine
Teilschuld dafür, wieso ich dann bei der Jungen Union gelandet bin, auch über meinen besten Kumpel, der das damals auch mit mir gemacht hat und so. Deswegen ist das für mich einfach sehr, sehr prägend, wenn das Wort Kirche fällt. Mhm. Letztes Wort, Krawatte. So schließt sich der Kreis. trage ich durchaus auch mal gerne, weil man als Politiker, glaube ich, auch nicht nur eine Rolle spielt, sondern auch durchaus auch die Würde eines Parlaments, so schnöde das klingt, auch durchaus auch zu repräsentieren hat. Mhm. Und ich kann in der Freizeit auch gerne in sehr lockerer Kleidung unterwegs sein und mache das auch sehr gerne. Und genauso gerne trage ich aber auch Anzug und eine Krawatte kann das Ganze gut abrunden. Wir haben heute, das passt eigentlich auch ganz gut, oder jetzt, die letzte Sitzungswoche. Jetzt habe ich das Gegenstück dazu vergessen. Ne? Ich habe einfach nur darauf geantwortet, fällt mir auf. Das Gegenstück? Welches Gegenstück? Auf deinen Begriff Krawatte. Ich habe dir gar keine Antwort darauf gegeben. Bei allem anderen muss ich dir eine Antwort geben, eine Einzelantwort-Antwort. Nee. Fliege wäre meine Antwort. Fliege trage ich übrigens auch sehr gerne. Allerdings dann mehr zu Hochzeiten oder sowas, wenn es mal was festlicher sein darf. Ja. Also, selbstgebunden, wenn schon, denn schon. Also wenn Sie Florian Braun gerne mal auf Ihrer Hochzeit haben wollen, dann einfach einladen, der kommt auch mit Fliege. Ist auch schön. Verschiedene Fliegen, also das kann dann gerne dazu gebucht werden. So, jetzt war es gerade wieder fröhlich. Es ist aber auch ein kleines bisschen etwas zu Ende, wo es aber dann auch wieder weitergehen wird. Es ist nämlich die letzte Plenarwoche in der Legislatur gewesen. Was macht das bei dir? Ehrlicherweise ist man noch so im Prass, dass man gar nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber natürlich ist das schon auch so ein bisschen, ein klein wenig wehmütig zurückzuschauen, weil man weiß, egal wie das weitergeht. Und natürlich muss man als einer, der auch wieder kandidiert, auch erstmal wieder das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Aber so oder so wird natürlich diese Konstellation eine andere sein, wenn man irgendwann nach dem 15. Mai dann wieder hier zusammenkommt. Manche Kollegen verlassen auch freiwillig den Landtag. Es werden neue dazukommen. Möglicherweise werden die Konstellationen auch andere sein, was Mehrheiten angeht. So oder so wird das einfach dann ein neuer Abschnitt sein. Dementsprechend schaut man eben auf das zurück, was die letzten Jahre war. Das hat mir jedenfalls unheimlich viel Spaß gemacht. Bist du zufrieden? Ja, durchaus. Mhm. Und das sage ich wirklich mit Überzeugung, weil ich glaube, dass man das nicht unbedingt immer nach 4 oder 5 Jahren einer Legislatur sagen kann. Aber ich finde, wir haben echt viel erreicht. Gerade auch in meinem Bereich bin ich da sehr zufrieden. Ich weiß, dass da auch noch ganz viel zu tun ist. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Aber von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir unheimlich viel auch geschafft. Wir haben jetzt ja auch nur einen ganz kleinen Teil hier mal gerade eben angerissen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, wo ich wirklich glaube, das sind gute Dinge, die wir hier geschafft haben. Und das trotz all dieser riesigen Krisen, mit denen wir uns auch in den letzten Jahren hier beschäftigen mussten, von denen ja niemals jemand gedacht hätte, dass sowas eintritt. Ja. Von daher durchaus zufrieden und aber auch tatsächlich sehr erwartungsvoll, was danach so alles passiert, weil das birgt ja auch die Chance, dass wieder was ganz Neues entstehen kann und dass man auch beginnend mit möglichen Koalitionsverhandlungen auch wieder ganz neue Ideen auch wieder mit einbringen kann. Also von daher, da bin ich durchaus auch schon sehr gespannt drauf. Da ist gar nicht mehr viel zu sagen. Ein super Schlusswort. Vielen Dank, Flo. Danke, Steffi. Und vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuschauen. Wiederschauen. Tschüss.